Licht an und euch willkommen heißen hier bei immer noch Tims superscharfe Reparaturen. Kleber, Speicher. Okay. Wir machen erstmal die Rechner hier hin. Dahin. So, neue Kabel. Case Modding? Warte, nein! Scheiße. Okay. Dann müssen wir den nächsten ein bisschen aufrüsten. Defekt. Wieder unser typisches. Startet die Folge echt mit einem richtig harten Fail. Ah, ich fühle mich wieder ganz wie ich. Aber der Typ, der das hier macht, hat wenigstens ein besseres Kabelmanagement als ich. Und wer mir nicht glaubt, guckt sich meinen Elektriker-Simulator an. So, gucken wir mal, was das jetzt bringt. Und jetzt noch den Namen, was wir beim anderen jetzt vergessen haben. Pink Bastard. Ja. So will ich das haben. CPU-Prozessoren. Oh nein, sag's nicht. Dafür kriegst du jetzt richtig viel, wegen meiner Dummheit. Ich hab den falschen Prozessor gekauft. Benötigt.
i5er 6400. Alter. Du bist so Aufkleber. Essen. Pizza, Schokolade, kein Donut, Käse. Finde ich super hübsch. Ne, geben wir direkt so wieder ab. und eine neue Platte für den Horst, die alles tutti. Festplatte. Was? Ja. So. Dann mit dem ganzen Spaß. Oh wow, stimmt ja. Du müsst ja jetzt eigentlich das Betriebssystem noch haben. Oh, nice. Ja. Steht nichts von Fälligkeit. Gut. Gut. So. Hier nehmen wir uns den Geld. Hier nehmen wir uns den Geld. Was brauchst du? Chuck der Holzhacker. Hallöchen. Chuck hier von Chucks Holzhacker und Häckseldienste. Sie hacken und häckseln. Natürlich sind wir auf Nachhaltigkeit eingestellt und hacken und häckseln nur in bewirtschafteten Wäldern. Aber ich schweife ab. Okay, machen wir es kurz, machen wir es schmerzhaft. Schnelle Festplatte, mehr Platz. SU 650. Die 430er, richtig? Richtig. Ja. Okay, gut. Kriegen wir wieder ein Tutorial. Yay. Hey, ich bin Aiden und ich bin der allergrößte Tierfan auf der ganzen Welt. Ich habe einen PC, auf dem ich spiele wie Baboon Tycoon. Mag ich am liebsten. Aber der ist echt toll, weil meine Schwester ihn für mich gebaut hat und die alles über Computer weiß. Aber die neue Erweiterung, die ich gerade gekauft habe, Makaki Mayhem, läuft darauf nicht und das nervt mich ehrlich. Ich habe im Internet nachgeguckt und anscheinend soll ein PC mit Leistungswert 2000 das richtig können. Wir versuchen es in diesem Spiel. Aiden, 39 Jahre, Geschäftsführer der Royal Society für Tierschutz und Pflege. Erst bitte nicht meine Schwester sagen, dass ich den PC upgraden muss, den sie gebaut hat, sonst wäre sie traurig. Oh, Aiden. Süß. Okay, ja. Kriegen wir schon halt. Wird schon schief gehen, sag ich mal. Okay. Braucht hier irgendwer einen neuen Prozessor?
Das geht. Das Speicher. 2800. Das war der Corsair 8 GB. Das heißt, wir können den hier schon mal mitnehmen. Der braucht ein ganzes Mainboard. Da habe ich eigentlich wenig Bock drauf, vor allem weil er so wenig bringt. Der braucht zwei Grafikkarten, Alter. Aber der wird was bringen. Okay, zweimal die 980. Das wird jetzt hart. Diesmal ist es aber ein richtiger Prozessor. Dich nehmen wir. Oh, scheiße. Ups. Da ist noch nichts, oder? S-Rang. Okay. Gehen wir wieder. Folge 4 Konto überziehen? Check. Erstmal gucken wir. Guck mal hier. Zasta. Brr. Das war der mit dem kaputten RAM. Gucken wir mal, ob es direkt dieser RAM ist, dass ich den richtigen rausgezogen habe. Normalerweise zögere ich das Rausziehen immer heraus, aber... Ja. Kiste läuft. Dass ich dafür noch 3 Dollar bekomme. So. Schau mal, ob du bootest. Und du kriegst jetzt endlich deinen neuen Prozessor. Warte mal, das müsste ich ja gar nicht machen, ne? PC. Jetzt haben wir's. So. Jetzt ist auch du dran. Fertig. Alles gut. Endlich. So. Du wirst erstmal. Das Weiß ist ja schon cool, aber ich glaube, ich mache dich in den. Und den durch so richtig schön royales Lila.
Das sieht verdammt noch mal sehr geil aus. Yeah. Der fetzt. Der fetzt richtig. Das ist. Das Lied erinnert mich an Saints Row, also Saint Sager. Falsch geschrieben, ich weiß. Ja. Übertaktung, angepasster Wasserkühlerkreislauf, LED-Anpassung. Wir können die Dinger übertakten. So führe mich in Versuchung. So, Saint Sager steht zum Verkauf. Wurde sie zwei kaputten, ne? Oh, nett. Dann müssen wir erstmal die Kabel wegmachen. Ah, guck mal, das haben wir jetzt verpasst. Bei dem letzten. Oder nee, wir haben das glaube ich schon vorher gemacht. Egal, hier machen wir das wieder. So, hier, die Gamer. So, wieder schön die Kabel dran kleistern. Diesmal mit Übertaktung. Der sieht für mich aus, wenn ich so mein fachmännisches Auge darüber schweifen lasse, sieht der für mich aus, als wenn der über der Übertaktung durchsteht. Natürlich noch Case Modding. Muss mal gucken, was für Kabel oder ob ich LEDs kaufen kann. Wie ihr wisst, RGB macht einen Rechner um 21% schneller. Okay, 1,56 nicht überschreiten. So, jetzt gucken wir, ob er hitzt, ob er explodiert oder ob er startet. Der Scheiß hat funktioniert. Oh.
sieht schon ganz cool aus. Da kriegt uns unsere neuen typischen Game Over Sticker hier drauf. Und dann ist er fertig. Aha, Übertaktung nochmal 50. Und den nennen wir Taktlos. Ich weiß, ich bin ein Genie, ein brillantes Genie. Wahnsinniges brillantes Genie. So, jetzt können wir uns langsam mal die normale Arbeit machen. Und zwar da Betriebssystem klonen. Okay, Seitenwand entfernen. Easy. Neue SSD rein. Verkabeln. Soweit wäre ich auch allein gekommen. Ja, wieder drauf. Okay. Okay, jetzt gucken wir. Wir gehen auf Tools. Den normalen USB-Stick. Schließen die Kabel an. Um das System zu triggern, nehmen wir immer das Kabel, was er gerade nicht will. Powern. Ich meine, ich finde diese Tutorials echt super. Das hätte ich mir beim ersten gewünscht. Ist ja, glaube ich, auch ein anderes Entwicklungsstudio, was jetzt dahinter ist. Auch nur USB-Stick ran. US-Klonen. Neu starten, okay. Da, installieren. Aha. Interessant. Keine Ahnung, ob das in echt auch funktioniert. Aber hier funktioniert es und das reicht mir. Das reicht mir für meinen Seelenheil. Das war's. Der nächste PC ist fertig und du... Oh. An den setzen wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Erstmal ein bisschen hier abkassieren. Bongel App freigeschaltet. Ja. Oben auf dem Bildschirm ran. Ich habe fast 5 Sterne. Nice. Okay. Meine Laune schon gelängert und nicht immer sagen die Leute direkt, was sie eigentlich wollen. Ah, jetzt fängt das an mit E-Mails sind versteckte Hinweise. Die auf dem Tablet kann verwendet werden, um in einem PC überhitzte Komponenten zu finden. Nice. Ah. Konto überzogen. Alles cool. Wasservögel. Faszinierende Bilder eines kleinen getüpfelten Gubblers angefangen. Und dann
Freunde Society vorzeigen. Ah, Vogelgucker wieder. Taubus Dickus. Vielen Dank für den Terry-Bite. Okay. Hauptplatine. Was hat der drinne? DFL H170. Und PSU. Da, Core-Reaktor 650. A-Data? A-Data XPG. Sehr schön, den haben wir dann. Brauchen einen süßen Computer. Hallo und Peace, ich bin Francis von Cutie Cuts. Dem kleinen Salon gleich um die Ecke. Schön, dass es nun einen neuen Laden ganz in unserer Nähe gibt. Erinnere mich daran, bei Gelegenheit die Parkgebühren ausgiebig zu beklagen, ja? Kunden werden pleite sein, bevor sie überhaupt bis zur Ladentür gekommen sind. Bei Interesse habe ich vielleicht genau den richtigen Job für dich. Immer gut, wenn man Freunde in der Nähe hat. Ich habe einen Computer gekauft, um unsere Kundendatenbank zu verwalten. Ein oder anderes Spiel. Aber wir bei Cutie Cuts sind ein quirliges Team. Oh. Möchten, dass er an unserem Image angepasst ist. Ich möchte keinen hässlichen Computer beim Salon haben. Das ist schlecht fürs Geschäft. Hast du also so lieb und würdest ihn lila lackieren? Vielleicht könntest du auch ein paar schöne Herzchen aufkleben. Ja, nehmen wir sofort an. Da verzichten wir diesmal mal drauf, weil wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Kohle machen müssen. Gehen zur Kasse, kaufen. So, wir haben eigentlich genug Platz. Ist immer gut. Aber wir wollen uns den in der nächsten Folge angucken. Und dann, damit verabschiede ich mich auch schon wieder. Bis dahin. Reingerockt.